Rudolf Schock, ich will nur ganz schnell sagen, als er vorhin ins Studio kam, das haben unsere Fernsehzuschauer natürlich nicht sehen können, das war zu Beginn der Sendung, da war Applaus im Studio, ich wundere mich, wo der jetzt bleibt. Vielleicht stehen Sie noch auf. Wir hatten schon manch prominenten Gast hier, aber so wie vorhin bei Ihnen hat es noch nicht geklappt. Sie sehen, Herr Schock, in Bremen große Popularität, wie könnte es denn auch anders sein? Wir freuen uns, dass Sie hier sind, zumal es ja offensichtlich die erste Talkshow ist, in der Sie sind, ja? Ganz richtig, ja. Warum die Scheu vor Talkshows? Man hat mich nicht eingeladen. Schade, ich dachte, Sie wurden nur zu uns kommen. Nein, absolut nicht. Nee. Ich bin nicht mal aufgeregt, obwohl es meine erste Talkshow ist. Naja, also das wäre auch noch schöner, Herr Schock. Sie als Fernsehprofi, von den Bühnen will ich gar nicht reden, Sie dürfen gar nicht aufgeregt sein. Nur das vielleicht zur Beruhigung von Herrn Geißendorfer. Herr Schock sagte mir, er hätte noch nie eine Lindenstraße gesehen, nun würde er aber eine sehen. Ja, mal sehen, ob nur eine oder mehrere. Ja. Herr Schock, was machen Sie eigentlich heutzutage? Ich glaube, Sie sind uneitel genug. Ich darf sagen, dass Sie 1915 geboren wurden. So ist es. Man liest es ja auch in den Archiven nach. Kein Geheimnis, Sie machen ja auch keins draus. Ich weiß nicht, singt ein Sänger wie Sie noch in dem Alter? Nur zu Hause oder singen Sie noch? Nun, wenn man sich bemüht hat, wirklich singen zu lernen, dann kann man das eigentlich bis ins hohe Alter tun. Das ist genauso wie wenn man zum Beispiel Sport treibt, ja, wenn man früh genug anfängt und immer Sport treibt, sein Leben lang, dann kann man das auch noch bis ins späte Alter tun. Sie sehen, es gibt sogar Marathonläufer mit 60, 70 und älter, die 42 Kilometer laufen. Ich zum Beispiel bin ein ganz begeisterter Skiläufer, obwohl ich erst mit 40 angefahren bin. Und also Moment mal, Sie wollen mich vom Singen wegbringen, ich merke das schon genau, denn es ist völlig klar. Ich will das nur vergleichen. Es ist ja völlig klar, dass ich Sie jetzt, oder Sie haben mich in die Versuchung geführt, Sie zu fragen, singen Sie uns denn ein Lied? Ich kann mir vorstellen, dass das alle hier im Studio gerne hätten, aber... Ich bin ja froh, dass ich einmal zu einer Sendung komme, wo ich nur reden darf. Nein, aber das muss ich noch ganz kurz sagen. Gut. Die Stimmbänder sind ja auch Muskeln. Und wenn Sie die Muskeln eben immer trainieren, so wie auch die Muskeln, die am Körper haben, dann werden die sich lange erhalten. Das ist eigentlich das Geheimnis. Also Sie könnten eigentlich singen, wenn Sie wollten, Sie wollen uns nur einen Korb geben. Sie Nein, ich singe schon noch. Ich singe vor allem in der Zeit, wo ich nicht Skilaufen kann, wo ich nicht wandern kann und wo ich nicht Golf spielen kann. Und wo ich nicht reingehe. Und das ist meistens im April und im November. Da haben wir aber Pech. Jetzt ist es weder April noch November. Also Herr Schock, machen wir mal andersrum. Sie waren ein berühmter Stimmenimitator. Sie haben diesen ganz berühmten Slezak zum Beispiel imitiert. Also nun will ich Sie nicht darauf festnageln, aber könnten Sie uns denn mal vorsingen, den Unterschied zwischen einem lyrischen und einem hellen Tenor? Da legen Sie sich nicht fest mit einem Lied, das ist kein Text. Einfach nur mal so. Können Sie sowas machen? Ich könnte Ihnen höchstens... wenn das Lesek hatte so seine böhmische Art nicht, Winterstürme wegen dem Wundermond. Das ist also war Heldtenor. Aber ein lyrischer Tenor, brauchen Sie nur meine Schallplatten aufzulegen, dann hören Sie einen lyrischen Tenor. Ich weiß, es gibt so viel. Singen Sie doch mal ganz kurz an, wie hört sich das dann lyrisch an? Winterstürme wiechen dem warmen Mond. Na Mensch. Herr Schock, ich kriege Appetit, muss ich sagen. Wenn wir noch weiterreden, wir haben mal gezählt. Sie haben also ein Buch geschrieben, Rudolf Schock, ach, ich habe in meinem Herzen. Mich hat sehr interessiert die Auflistung Ihrer Platten. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das sind wirklich fast 90 Seiten eng geschrieben. Vielleicht können wir das mal sehen. Ja, gucken Sie mal, also da staunt wirklich der Laie. Nun ist ein kleiner Trick dabei. Ich glaube, es sind alle Lieder einzeln aufgeführt, oder? Denn so viele Platten kann man ja gar nicht aufnehmen. Also nicht mal, wenn man so fleißig ist, wie Sie es offenbar waren. Ich glaube, wenn sich einer die Mühe geben würde und wirklich alles zählen würde, käme ich wahrscheinlich ins Buch der Rekorde. Ja. Nicht wahr? Denn ich singe ja nun mittlerweile 40 Jahre Schallplatten und im Sommer dieses Jahres werde ich also wahrscheinlich meine letzte singen. Ach, glaube ich nicht. Und das sind 40 Jahre. 40 Jahre, viele Sänger hören mit 40 Jahren auf zu singen.
Nicht, das ist, aber das ist ja das Geheimnis, wenn man immer die Stimme pfleglich behandelt hat. Das wollte ich sagen, fragen, wie pflegt man die Stimme? Also Rauchen verboten, Rauchgeräume verboten, viel Saufen verboten, ne? Sie trinken schön aber Wein. Trinken, also trinken ist immer erlaubt. Ja, ich habe gelesen, manchmal sind es abends 3-4 Flaschen, stimmt? Oh, es ist sicher mal vorgekommen, sicher mal vorgekommen. Aber auch mit dem Alter wird man bescheiden im Trinken. Also wie haben Sie Ihre Stimme gepflegt? Nun, das fängt zum Beispiel mit der Ernährung an. Ah ja. Mit der Ernährung an, vernünftige Ernährung. Das fängt an. Was heißt denn vernünftig? Also alles schön. Nicht immer, nicht nur immer das essen, was einem schmeckt. Und viel Bewegung in frischer Luft. Eben wie Sie sagen, also Bars war nie meine, war ich nie begeistert, in Bars zu gehen. Es ist hin und wieder vorgekommen. Dann eben üben. Und das ist eben für einen Sänger oft sehr langweilig. Wir müssen ja immer wieder von vorn anfangen. Jeder Mensch, der einen Beruf hat, studiert und erweitert sein Können, das wird immer größer und größer. Aber wir müssen immer jeden Morgen im Kämmerlein von vorn anfangen mit Übungen. Und das sind dieselben, die ich mit 18 Jahren, als ich anfing zu studieren, das sind dieselben Übungen, die ich singe jetzt also heute mit 70 Jahren. Wie lange haben Sie das hohe C gekriegt? Das, wenn ich eingesungen wäre, könnte ich es Ihnen jetzt noch vorsingen. Ah ja. Und wie behält man das Training, das, was Sie eben das sagten? Das ist Training. Natürlich, ohne Zweifel, nützt sich bei einem Tenor die Höhe ab, bei einem Bass die Tiefe. Aber was dazwischen bleibt, das kann sogar noch schöner sein, als wenn man jung ist. Herr Schock, Sie sind Plattenmillionär. Ich glaube, am meisten Geld haben Sie mit Platten verdient. Ist das richtig? Mit Schallplatten? Ja, das ist Sie haben auch ist so viel die Waage verdient. Ich weiß. Sagen. Also Villen, ja. Miethäuser. Nein, ich habe ja auch sehr viel gesungen. Ja, klar. Und das ist also Konzerte, Oper, Operette, was weiß ich. Und Herr Schock, ich will auf was anderes. Sie sind ein reicher Mann. Und ich finde sehr schön. Es gibt viel reichere als ich. Ja, na klar. Also, aber da bin ich ein ganz kleiner Sie Fisch. Na, ich weiß nicht, ob Sie ein kleiner Fisch sind. Also, will das auch nicht genau wissen. Sie werden auch ist aber auch ganz unwichtig. Mir sagen. Geld ist nicht nein, das Wichtigste. Nein, ich will was. No, also, es ist schon sehr schön, wenn man so viel beruhigt hat. Beruhigt er. Beruhigt sich ja sehr. Aber was ich toll finde an Ihren Lebenserinnerungen, Sie verleugnen nicht, dass Sie aus, wie Sie selber sagen, kleinen Verhältnissen kommen. Tun Sie mir einen Gefallen, auch für unsere Zuschauer. Lesen Sie uns einen Absatz vor. Ich finde das ein anrührendes Buch und ein anrührender Anfang. Wir haben die gleiche Brille, ich habe es gesehen. Ich habe es Ihnen angestrichen. Geht's? Ja. Ich stamme, wie man so sagte, aus einer armen, aber reinlichen und fleißigen Familie. Meinen Vater hatte ich geehrt und auch gefürchtet. Meine Mutter liebte und achtete ich über alles, ohne je ein Wort darüber zu verlieren. In der Familie ging ich auf. Ein Leben ohne Hilfe und Gegenhilfe unter uns fünf Geschwistern konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich war kein Einzelgänger. Kein den praktischen Dingen hilflos ausgesetzter Musterknabe. Wenn ich mir die Lage heute vor Augen führe, kann ich sagen, dass ich ein anspruchsloser Junge war, bereit, es jedem recht zu machen. Es entsprach nicht Schockscher Art, hoch hinaus zu wollen. Eine schlichte Bürolaufbahn erschien mir als das Erstrebenswerteste. Ja, das ist auch was Neues für mich als Autor vorzulesen. Ja. Also da war ich echt gesagt, ich habe ja eine Tournee gemacht schon mit Vorlesen, da war ich echt nervös beim Vorlesen. Mal. Aber ich muss sagen, das hat mir dann so einen Spaß gemacht, dass ich nicht mal jetzt nervös war, obwohl ich es wirklich nicht vorher durchgelesen habe. Herr Schock, es steht in diesem Buch, dass Ihre Mutter nach dem Tod Ihres Vaters, Ihr Vater war Arbeiter und starb an Krebs, dass Ihre Mutter als Putz- und Garderobenfrau sich ihr Geld dazu verdient hat, neben der ganz kleinen Rente. Und ist es nun wahr, dass das eigentlich doch nicht ins Buch hereinkommen sollte, auch dass Sie auf der Straße gesungen haben und auf Höfen und sich damit erst das Geld verdient haben, neben Ihrer Friseurlehre? Ja, das habe ich sogar darauf bestanden, dass das hineinkommt. Gut, es ist Ihnen nie peinlich gewesen. Gerade in dem Buch beschreibe ich, also, ich habe 8 Stunden am Tag gesungen. Wir sind morgens losgefahren, um 9 Uhr auf die Straße, das erste Lied mit meinen Brüdern.
und aus voller Kehle immer, wie wir Rheinländer halt singen. Und nach 8 Stunden hatte ich immer noch Stimme. Dann haben wir, ich habe es beschrieben, im Zug, wie wir nach Hause fuhren, wieder weiter gesungen, aus Spaß nur noch. Ohne jetzt daran zu denken, dass da die Groschen oder die Pfennige flogen. Nein, ich... Reinerlös an diesem Tag waren 36 Reismark, das war damals viel. Viel, ja. No? 2 Mark mehr als mein Buch kostet. Wunderbar, also 34 Mark, Bruder Schocks Erinnerung. Ihr Vater war Kommunist und hatte Sie auch in eine kommunistische Jugendgruppe gegeben. Sie selber sind dann später in der SAJ gewesen, Sozialistische Arbeiterjugend. Ja. Haben Sie heute noch was mit Politik am Hut und mit, sagen wir mal, dieser Richtung? Oder haben Sie sich davon ganz gelöst? Ich muss ehrlich sagen, mir ist jede demokratische Partei recht. Und ich habe auch wirklich, also seitdem wir die Bundesrepublik haben, schon jede Partei gewählt. Ich sehe eigentlich mehr gewählt. Jede. Ja, diese demokratischen Parteien. Weil ich sehe mehr danach, nach den Persönlichkeiten heute. Denn man kann keine Partei abstreiten, ob das SPD, CDU oder FDP ist. Dass sie eine demokratische Partei ist. Und ich meine, für uns ist es am wichtigsten, dass die besten Leute immer am Ruder sind. Ob das CDU, SPD oder FDP, das ist mir ganz egal. Herr Schock, ich wollte von Ihnen ein bisschen was über Opernregie lernen. Ich gehe gerne und viel in die Oper. Und ich frage mich, warum die da manchmal so komisch auf der Bühne stehen. Also, lassen Sie uns mal da irgendwo hingehen und Sie erklären mir mal ein bisschen was. Mit Ihnen ist ja viel Opernregie gemacht worden. Ja? Kommen Sie mal mit uns mit, da drüben müssen wir nicht galgen. Galgen nennt man das, tut mir leid, ist ein unschönes Wort, haben Sie recht. Wir müssen mal was anderes machen, also ein hängendes Mikrofon. So. Passen Sie auf, Herr Schock. Jetzt sind wir hier zu hören. Also, Liebesszene, ja? Mhm. Nehmen Sie mich mal nach, versuchen Sie mal. Brille muss er nicht tun. So, und jetzt, wie würden Sie dann singen? Oder wie singen Sie dann? So. So, mich an? Natürlich. Das ist überhaupt nicht wahr. Wissen Sie, wie Sie singen? Immer da drüben ist der Dirigent, so singen Sie. Und so könnte ich einen Mann überhaupt nicht anhimmeln. Also, wenn ich zum Beispiel singen würde, holdes Mädchen, sieh mein... Singen Sie weiter. Nein, da kann ich ja nur nicht so singen, holdes Mädchen, sieh mein Leib. Also Sie singen so. Kommen Sie mal bitte jetzt in die Knie, ja, nicht? Sie sind Skiläufer. Wissen Sie, was ich gesehen habe in Berlin? Ja. Tristan und Isolde, ja? Zweiter Akt, grauenhaft. Das ist ja nur eine Stunde, die singen sich eigentlich an. Wie singen die beide so? Und dann sitzen sie so, richtig runter in die Knie. Noch tiefer. Ja. So saßen die, wie Hänschen und Gretchen im Wald und singen dahin zum Dirigenten. Ist das nötig oder nicht? Nein, das ist ich meine, nicht notwendig. Ich weiß, das liegt natürlich auch im Kapellmeister, wissen Sie? Wenn der laut genug ist, dann muss man natürlich so singen. Aber wenn er wirklich begleitet, dann kann man auch so singen. Und, müssen Sie da nicht hingucken, wo der... Nein, der Tristan ist ja heute ja, aber früher gab es ja Dirigenten, die Sänger begleitet haben. Heute machen die nur immer so. Was heißt das? So, das heißt, hier, ich bin der, aber nicht ihr. Ihr müsst Daumen gucken, starren Sie nach vorne, damit Sie ja nicht herauskommen. Aber früher gab es eben Dirigenten, die wirklich begleitet haben. Da konnte man wirklich zur Seite singen und wenn es sein muss, auch nach hinten. Die haben sich nach dem Sänger gerichtet. Heute müssen sich die Sänger meistens nach dem Dirigenten. Letzte Frage. Warum die Pose und die Pose? Warum? Naja, das ist vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, es hilft einem einfach. Stimme. Wenn ich einen hohen Ton singe, dann kann ich nicht, aha, so machen sie das, dann muss ich, aber das muss eben aus der Begeisterung kommen, das darf gar nicht einstudiert sein. Ich kann natürlich manchmal wirklich lange so singen, ohne dass ich Hände und Arme bewege, aber dann gibt es eben einfach Momente in der Oper besonders und in der ganzen Gesangslinie, da muss ich einfach so. Danke, Herr Schock.